Unser Projekt heißt LAS und LAS ist kurz für Lehrer as a Service. Das Projekt soll es ermöglichen, Unterricht mit Hilfe von Internet und Computern aus der Schule nach Hause auszulagern. Man kennt die Situation, man sitzt in einer Doppelstunde, langweilt sich die ganze Zeit und zieht am Ende der Stunde das Fazit. Der Inhalt dieser Stunde hätte auch in eine E-Mail mit 3 Zeilen und einem PDF im Anhang passen können und ich hätte das Gleiche gelernt. Wir haben uns überlegt, wie man tatsächlich guten Unterricht, also nicht Unterricht, der in 3 Zeilen E-Mail passt, trotzdem nach Hause auslagern könnte und haben uns erstmal überlegt, welche Form des Unterrichts lassen sie überhaupt auslagern. Da wären zum einen Lerninhalte in verschiedener Form, zum Beispiel als Text oder Video, Arbeitsblätter, die online bearbeitet werden können und dann auch kontrolliert werden können, und sogar ein Austausch mit Mitschülern und Lehrern über einen Chat. Warum ist denn dieser Ansatz besser, als in der Schule zu sitzen? Der offensichtlichste Vorteil ist, es ist zeitsouverän. Ich kann mir zu großen Teilen aussuchen, wann ich aufstehen will und meine Aufgaben machen. Es ist für starke Schüler ein Vorteil, weil sie sich die Aufgaben in der Zeit angucken oder die derzeit erledigen können, die sie brauchen und sich dann entweder weiter mit der Materie beschäftigen können oder was anderes tun. Und schwache Schüler werden nicht von den anderen Schülern gehetzt und können sich genau die Zeit nehmen, die sie brauchen. Es ist bequemer, man kann sich seine Lernumgebung nach seinen Vorstellungen zu Hause einrichten. Und es ist vor allem inklusiv. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine körperliche Behinderung hat und eventuell nicht in den ersten Stock einer Schule kommen kann, aber die Möglichkeit hat, einen Computer zu bedienen, kann er auch einfacher am Unterricht teilnehmen. Jetzt wollen wir eine Live-Demo unserer Webseite zeigen. Wir haben das mit Hilfe einer Webseite gemacht, weil wir die Einstiegshürde, um das Programm zu benutzen, möglichst niedrig halten wollten. Und hier sieht man, man kann sich entweder als Schüler oder als Lehrer einloggen. Hier haben wir uns jetzt als Lehrer eingeloggt und haben das halt hier übersichtlich gestaltet, dass es auch Lehrer bedienen können. Ein Lehrer kann jetzt hier einen Inhalt bereitstellen. Das geht momentan dadurch, dass man hier eine Datei hochlädt. Wir nehmen jetzt einfach eine Beispieldatei aus dem Informatikunterricht. Er wählt aus, für welche Klasse er diesen Inhalt bereitstellen kann, welches Fach das ist und gibt eine kurze Beschreibung dazu an. Dann speichert er es und ab diesem Moment ist das für den Schüler einsehbar, der sich jetzt hier einloggen kann. Und er wählt seine Klasse aus und sieht das Beispiel und kann das somit bearbeiten. Genau, das wäre jetzt der Use Case, den wir hier in der Live-Demo zeigen wollten. Falls jemand Lust hat, weitere Funktionen zu integrieren, ich denke, die Möglichkeiten sind da auf jeden Fall noch da, kann er sich das Projekt auf GitHub angucken, einfach unter github.com/jugendhackt/LAS. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.